herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Wir spielen heute den Auftrag Das Bündnis. Ein Bündnis mit dem gelben Konkurrenten kommt euch gerade sehr gelegen. Nach Auseinandersetzungen werden ihm Handelsabkommen verweigert und seine Schiffbauer verlassen bereits die Insel. Nun ist es an euch, den Bündnispartner zu unterstützen. Verhelft ihm zu einer Stadt mit 1000 Einwohnern. Sorgt auch für eine eigene Stadt mit mindestens 1000 Einwohnern, von denen 250 den Stand Kaufleute erreichen. Spiel starten. Wir machen es wie immer. Wählt eure Farbe. Wir starten natürlich erstmal damit, dass wir uns selber versorgen. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Euer Volk braucht eine Schule. Okay, okay. So, dann wäre das hier Diplomatie. Zack. Nein. Zack, zack, zack. Und dann schauen wir uns hier erstmal um, was wir denn eigentlich haben. Was haben wir denn hier? Okay. Die Bilanz ist momentan noch positiv. Wir schauen uns erstmal um. Wir müssen ja erstmal schauen, was eigentlich unser Entwicklungsstand ist. Jo, und dann schauen wir doch mal. Bekommen Sie Baumaterialien? Ja. Tabak haben wir eben. Bauen wir selber. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Jetzt habe ich eine Feuerwehr? Habe ich eine Feuerwehr? Das sieht nicht so aus. Zack. Okay. Also dann bauen wir hier nochmal ein Hütchen. So. Eine Insel wurde besiedelt. Gut. Gut, gut. Okay, also wir haben quasi zwei Inseln. Ich muss jetzt hier erstmal schauen, was haben wir denn überhaupt? 100 Trauben, 100 Tabak. Sollte für den Anfang reichen. Hier haben wir auch 100 Kakao und 100 Baumwolle und 100 Gewürze. So. Wir haben natürlich ein tolles Schiff, muss ich sagen. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Eine neue Stadt ist entstanden. So, also wie gesagt, Feuerwehr habe ich ja noch nicht. Einkommen ist noch so ein bisschen meh. Okay, Weingut. Warum ist denn das Weingut nicht richtig ausgelassen, bitte? So, also wie gesagt, es ist ja momentan immer noch so, dass wir uns erstmal orientieren müssen, was hier eigentlich los ist. Also ich muss es zumindest. So, und hier haben wir eigentlich mehr gerade so die Situation, dass wir hier versuchen, unsere Betriebskosten ein bisschen zu minimieren und deswegen hier noch Siedler haben. Die uns aber im Endeffekt nur die Sachen wegfressen. Weil wir momentan genug Nahrung haben. Okay. Also wie gesagt, ich gehe die Geschichte langsam an, wie immer. Ihr kennt mich. Ich lasse mir viel Zeit. Und vor allem muss ich halt gucken. Wir brauchen wäre eine Schule. Aber das will ich momentan auch gar nicht machen. Die Insel, technisch ist das ein bisschen doof. Wie gesagt,
Erstmal will ich das alles noch gar nicht machen. Was ist mit ihm? Er hat ja, glaube ich, gar keine Schiffe, ne? Hat er Schiffe? Überhaupt. Also was wir halt machen könnten, wären ihm Schiffe zu bauen. So, was hat denn der eigentlich Nachfrage? Also er braucht alles Mögliche. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Habe ich schon erwähnt, dass ich so Dinge eigentlich gar nicht so mag. Wo man so einfach so Sachen vorgepflanzt kriegt, die nicht ganz so optimal sind oder nicht so sind, wie man sie sich selber bauen würde. Und dann damit leben muss. Das mag ich ja eigentlich nicht ganz so. So, wir können hier mal sagen, naja gut, jetzt gehen wir los. Alles klar, okay, der Rhein hat sich jetzt erholt. Jetzt müssen die Fragezeichen ja bald mal verschwinden. Oh, die Auslastung hier ist auch ein bisschen mäßig. Der Metzger. Er ist alles nicht ganz so optimal, muss ich sagen. Vor allem unter dem Aspekt, dass wir später auch selber noch eine Stadt aufbauen müssen. Momentan würde ich halt ganz gerne meine Bilanz möglichst positiv halten wollen, einfach weil wir halt erstmal ein bisschen Kapital aufbauen müssen. Und ich würde momentan auch nicht so, noch nicht allzu viel riskieren, muss ich sagen. Klar, die Gegner, die haben natürlich, könnte eigentlich mal ein bisschen in der Gegend rumschippern und mal schauen, was es so an Inseln gibt. Eigentlich können wir mit der anfangen. Wobei, eigentlich können wir sogar mit der gelben anfangen. Geh mal dahin, genau. Eigentlich würde ich ganz gerne mal gucken, was es da jeweils für Inseln gibt. Genau. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Baumwolle und Gewürze habt ihr nicht viele. Wie gesagt, es geht erstmal wirklich darum, sich einen Überblick davon zu verschaffen, was man da so hat. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Das ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also da könnte man ihm quasi ein bisschen einen Bedarf hinbauen, weil... Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Das ist so nervig mit dem Brand. Ich glaube, ich muss da echt eine Feuerwehr hinbauen. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Die Frage ist nur, wo? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die ist auch nicht. Die Insel bietet Erz. Die Insel ist es nicht. Gibt Golderz auf dieser Insel. Die Insel ist auch nicht schlecht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Sprung in der Platte. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Aber hier gibt es ja lauter coole Inseln, muss ich sagen. Okay, die Mission scheint auch nicht allzu leicht zu sein. Ja, scheiß Piraten. So, dann will ich mal eine Feuerwehr bauen. Ach, ja doch, ich wollte gerade sagen, ich kann auch gar keine Feuerwehr bauen, aber doch kann ich. Und die wäre dann vielleicht da. Das wird zumindest alles abdecken.
ich aber, ich glaube, ein bisschen Wein verlieren. Was ich nicht mag. Könnten wir so machen. Muss ich... Ja, das wäre doof für... Das wäre auch doof. Ach komm, machen wir das mal so. Verlieren wir halt ein bisschen Wein. Ist mir jetzt egal. So. Die Bilanz ist immer noch positiv, das finde ich gut. Kann ich hier zurück zum Schiff gehen und sagen... Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, ist jetzt nicht so dralle. Ach komm, bleib hier. Ja, von mir aus. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Erz auf dieser Insel. Passt. Die Insel hat reiche Goldvorkommen. Passt auch. Dafür hat sie keine Ressourcen. Wobei Gold, bei Gold weiß ich ja nicht, ob das überhaupt jemals ausgeht. Meines Wissens nicht. Also wir erkunden uns überhaupt jetzt erstmal diese Inselwelt, damit wir wissen, auf welche Inseln wir später zugreifen müssen. Ich würde die dann nehmen. Die da war auch ziemlich gut. Und ich glaube, die da ist auch okay. Na gut, da gäbe es Erz. Später mal, wenn uns das Erz ausgehen sollte. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Da können wir ein paar Tabakplantagen hinbauen. Das ist aber eigentlich zu klein, um da irgendwas zu machen. Oh, der legt aber gleich richtig los. So. Eigentlich kann man das ja ein bisschen verkaufen. Auf der anderen Seite. Wozu? Mit der Feuerwehr ist ein bisschen für den Eimer hier, muss ich gerade sagen. Kommt sie ja eh nicht hin. Vielleicht wenn ich da noch einen Kai hinbaue. Okay. Dann würde ich mal dahin gehen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. So drall ist es auch nicht. Vielleicht sogar lieber dahin mal. Die haben wir ja schon erkundet, ne? Ja, genau. Nö, nö. Bleib doch mal da stehen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Gehen wir mal dahin. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Das habe ich ja noch nie gehört. Aus diesem Versteck starten die Freibeuter ihre Raubzüge. Ah, deswegen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, wir können jetzt natürlich hier an dieser Stelle schon mal Krieg anfangen mit den Freibeutern. Ich wüsste allerdings nicht warum.